Was macht ihr denn hier? Ich wollte meinen neuen Laptop unboxen. Ihr wollt zusehen? Okay, ihr könnt zusehen. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Alienware mit Intel Core i7 Prozessoren. Auf geht's! Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu meinem, ich schätze mal, erstem Unboxing. Oder habe ich schon mal gut? Ich habe damals meinen Scuffle-Controller angeboxt. Aber das ist mein erstes richtiges Unboxing. Es ist ein gesponserter Alienware-Laptop. Und ich bin einfach so happy. Also vielen, vielen Dank an Alliance und an Alienware, dass sie mir das Teil gesponsert haben. Denn ich habe verdammt nochmal einen Laptop gebraucht, weil ich habe ein PC und damit muss ich zwei Kanäle versorgen. Das geht einfach nicht. Deswegen bin ich so happy, dass er angekommen ist. Und er ist extrem schnell angekommen. Also, ich glaube nach zwei Tagen oder sowas, nachdem mir gesagt wurde, er kommt an. Nach zwei Tagen war er da. Und ja, ich bin einfach extrem happy, dass ich den von Alienware bekommen habe. Ich hatte schon mal einen Alienware-Laptop damals. Aber da war es noch nicht mit den Kanälen so geteilt, deswegen habe ich ihn dann noch nicht gebraucht. Also hat mir der PC gereicht. Aber jetzt war es ein Fehler, dass ich den halt nicht mehr habe. Der war auch von Alienware. Deswegen bin ich ganz froh, dass er das, ja, der auch von Alienware ist. Normalerweise würde ich mal den Lag-Test machen, also gucken, ob er den besteht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal, weil es muss ein seriöses Video sein, wenn ihr versteht. Ich weiß gar nicht, wie ich es aufmachen soll. Ich mache es einfach mal so auf. Aber da kann ich gar nicht reingucken, ne? Okay, sorry, by the way, ich bin krank, bisschen. Oh mein Gott, es fühlt sich, oh mein Gott, ich hab's falsch geöffnet. Okay, ich drehe ihn mal um. Oh mein Gott, der ist voll schwer. Alienware Laptops sind immer sehr schwer. Da ist viel, viel Zeugs drin. Das klingt zweideutig. Okay, hier haben wir das Kabel. Gott, hier haben wir alles, glaube ich. Bedienungsanleitung, Kabel. Ein Moment, das Beste kommt zum Schluss, das ist das Kabel. Das, benutzt man zum Aufladen eines Laptops. Bedienungsanleitung mit so irgendeinem USB-Stick. Okay, cool. Nice. Werde ich auf jeden Fall nicht lesen. Okay, wisst ihr was? Ich hole jetzt einfach mal den Laptop raus. Dieses Teil ist schwer. Sagt ihr auch mal, wenn ich mich was? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Das ist der Laptop. Mein neuer Laptop, auf dem ich meine Call of Duty Videos aufnehmen werde. Und jetzt mehr Videos machen kann. Also vielen Dank, Alienware. Vielen Dank. Okay, ich werde ihn erstmal öffnen. Ich werde euch noch nähere Informationen zu dem Laptop geben. Wow! Das Teil sieht cool aus. Das Teil sieht episch aus. Schau dir das mal an. Alter, yeah. Ich will das anmachen. Ich mach's an, Leute. Ich tu's. Es geht an. Oh mein Gott. Schau dir das an. Kaufen Sie jetzt. Also, was ich bis jetzt weiß, ich habe ihn erst seit kurzem. Das ist der Alienware AW15. So habe ich es gelesen. Die ganzen genauen Daten für die Leute, die PC-Freaks, die es gerne wissen wollen, werde ich euch noch geben. Aber erstmal bin ich einfach so glücklich, weil es ist quasi so, wenn ich ein Video render, also wenn ein Video rendert, dann ist der PC zu nichts zu gebrauchen. Ihr könnt nichts mit dem PC machen. Ein Video, also der Prozess des Renderns dauert ungefähr 1 bis 2 Stunden. Schon bei einem 30-Minuten-Video dauert das 2 Stunden bei der heutigen Qualität mit 1080p und das Ganze. Und den FPS und dieser ganzen Geschichte. Deswegen, es dauert sehr, sehr lange. Und in der Lage zu sein, einfach während dem Rendern trotzdem noch was zu machen, das ist der Grund, wieso ich mich quasi so sehr freue. Und ja, da können wir echt glücklich sein. Und uns alle umarmen. By the way, ich bin übelst krank. Ich habe den übelsten Husten. Aber sowas gehört wahrscheinlich in so ein Video nicht rein. Aber ich wollte euch nur sagen, damit ihr mir gute Besserung wünschen könnt. Ich kann meine eigene Farbe aussuchen. Ihr müsst mir sagen, was ich mir aussuchen soll. Das ist so schwer. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Pink. Ja, ich will Pink nehmen. Das sieht gut aus. Ich liebe Pink. Ich habe jetzt nochmal nach den genauen Daten geschaut. Also für die PC-Freaks unter uns. Ich kenne sie nicht aus, wenn ich kenne mich allgemein mit so einem PC, mit dem PC-Innenleben zu schlecht aus, wie ich finde. Aber hier drin, ihr müsst bedenken, das ist ein Laptop, das ist kein PC. Befindet sich ein Intel Core i5 Prozessor der 4. Generation. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich denke aber schon. Windows 8.1. Ich muss sagen, ich bin nicht der Fan von Windows 8, aber dafür kann ja Alienware nichts. 8 GB Arbeitsspeicher. Und die Grafikkarte ist NVIDIA GeForce GTX 965M 2 GB GDDR5. War das gut? Ich glaube schon. So, der PC arbeitet gerade noch, wie ihr sehen könnt. Apps werden vorbereitet und das Ganze. Ich werde auf ihm ein paar Spiele spielen. Und ich werde mit ihm Gameplay aufnehmen.
Und dann werde ich euch sagen, was ich davon halte quasi. Ob wir aufnimmt, los geht's. Es steht, los geht's. Ich kann euch sagen, es geht los. Was? Ah, Windows 10, ja, kommt ja. Blablabla, bald raus. Okay, wir sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss euch das kurz mal zeigen. Schaut euch das mal an. What the fuck hab ich da gerade in der Hand, Alter? Okay, ich werde das mal mit diesem Ding Call of Duty Videos aufnehmen. Und dann werde ich euch sagen, wie das Teil ist, ob es sich lohnt zu holen. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank nochmal an Alienware, weil es ist nicht ganz selbstverständlich, dass ich einen Laptop umsonst bekomme. Quasi für ein Video, es ist ja ein produktplatziertes Video. Ist ja kein Geheimnis, ich glaube mein erstes oder so, also ist nicht das Problem. Aber ja, ich denke, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das ist echt richtig. Alter! What the fuck? Das wusste ich gar nicht. Schau das mal an. Das ist Touch. Hä? Seht ihr das? Will ich die? Ey! Ich kann Steam öffnen. Das ist Touch? Wieso sagen die mir das nicht? Ich schließe das. Hä? Aber wozu gibt es denn die Tastatur? Oh mein Gott! Das ist Touch! Neue Generation! Ist awesome, man! Also, ich weiß nicht, ob Touch, ob ich das erwartet hätte, aber irgendwie ist das cool. I don't know, man. What's going on? Es hat zum Glück 4 USB-Anschlüsse, by the way. Das ist verdammt, verdammt wichtig. Aber es ist auch ein Gaming-Laptop, by the way. Es ist ein Gaming-Laptop, deswegen, es ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt mit dem Teil erstmal Call of Duty Gameplays aufnehmen und euch dann sagen, wie meine bisherigen Erfahrungen damit sind. Ich werde auch Alienware in der Beschreibung verlinken, einfach nur als Dankeschön und, ja, weil sie mir den Gefallen quasi getan haben. Also vielen, vielen Dank nochmal. Also wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie badass! Ihr seid ein leckeres Video, schaut auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniert jetzt, um unseren Job zu treten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Da sage ich jemand noch 3, 2, 1, schau! Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüss!